Liebe Modellbahnfreunde, in diesem Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie die digitalen Lichtsignale richtig an die CS3 anlegen können. Unsere Lichtsignale haben natürlich mehrere digitale Formate, nämlich das ist einmal das Märklin-Motorola-Format und auch das DCC-Format. Das Signal hat auch das MFX-Anmeldeprotokoll und das ist genauso, wie ich das gesagt habe. Das bedeutet, das Format unterstützt unser Signal, dass Sie sich richtig und selbstständig an die CS3 anmeldet. Aber geschalten wird trotzdem entweder in Märklin Motorola oder DCC. Wie gehe ich jetzt vor? Ich würde Ihnen empfehlen, als erstes hier die digitale Adresse zu vergeben an den Decoder. Hier sind natürlich unsere DIP-Schalter, 10 Stück an der Zahl. Von der Adresse 1 bis 9 wird sozusagen die digitale Adresse zusammengestellt. Wie das funktioniert oder welche Adressen Sie zur Verfügung haben, sehen Sie aus der Betriebsanleitung. Und auf der Stelle 10 kann ich entscheiden, ob dieser Decoder nun unter Märklin Motorola oder DCC funktioniert. Ich habe jetzt mal zum Testzwecken mal hier die Adresse 1 eingestellt. Der Vorteil, der sich dadurch ergibt, ist, dass dieses Signal jetzt sofort funktionsfähig ist. Bedeutet, wenn Sie eine Mobile Station haben oder eine ältere Zentrale, beispielsweise die 6021, können Sie mit diesen Einstellungen, die Sie jetzt getroffen haben, sofort das Signal bedienen. Bei der CS3 ist es auch so. Ich zeige Ihnen das mal. Wir gehen hier auf die CS3 und öffnen hier die Magnetartikelliste. Und wenn ich hier auf Plus klicke, kann ich hier ein neues Signal anlegen. Und zwar habe ich hier dieses Vorfenster, diese Vorauswahl. Und dann klicke ich hier bitte auf Signal. Und dann hat sich schon ein Signal angelegt. Jetzt muss ich eigentlich nur noch mitteilen, was ist das für ein Signal. Das ist nämlich ganz wichtig, denn wie Sie hier unten sehen, gibt es eine Menge von Signalen mit jeweils einigen Schaltbildern. Und da kann es schon mal notwendig sein, dass ein Signal mehr als eine Adresse benötigt. Und in unserem Fall ist es natürlich nur ein Blocksignal. Da habe ich nur zwei Stellbilder und da habe ich nur eine Adresse, die ich benötige, um das Signal zu schalten. Also klicke ich hier auf das Blocksignal und somit wurde das Schaltbild hier angelegt und dann kann ich dem Signal einen Namen geben, das Protokoll muss hier ausgewählt werden, die Adresse muss hier unten eingestellt werden und dann natürlich auch die Schaltzeit, wenn es notwendig sein sollte. In dem Fall brauchen wir nichts machen. Wenn ich jetzt das bestätige, dann kann ich schon sofort dieses Signal schalten. Wie Sie sehen, haben wir jetzt das Signal manuell angelegt. Wir haben hier also eine Adresse vergeben, dann an der Zentrale ein Signal angelegt und alle Einstellungen getroffen. Und genau so können Sie vorgehen von der CS3 über die Mobile Station bis zu der 6021 und das Signal wird schalten. Wie Sie sehen, ist das eine tolle Lösung, in alle Richtungen kompatibel zu sein. Jedoch ist es in diesem Fall deutlich besser, wenn Sie diese Artikel oder auch alle Magnetartikel, die MFX-fähig sind, auch über diese Möglichkeit an die Zentrale anzulegen, weil Sie dann natürlich später viel einfachere Möglichkeiten haben, spezielle Einstellungen an den Magnetartikel vorzunehmen. Und wie das geht, das zeige ich Ihnen jetzt an der CS3. Wie man sieht, ist hier immer noch das Signal, was wir manuell angelegt haben. Um jetzt einen MFX-Artikel an der Zentrale anzulegen, klicken wir hier auf Bearbeiten. Dann öffnet sich dieses Fenster und hier habe ich den Eintrag MFX-Artikel suchen. Das bestätige ich jetzt und jetzt habe ich hier eine interessante Frage. Nämlich, wenn ich nach MFX-Artikel suche, wie soll die Zentrale vorgehen? Soll der gefundene Artikel eine neue Adresse bekommen oder soll er seine beibehalten? In unserem Fall klicke ich jetzt mal hier seine beibehalten, dann wird das Signal mit der Adresse 1, wie wir es ja programmiert haben, abgelegt.
Nun wurde das Signal abgelegt und jeder neue Magnetartikel, der mit dem MFX-Protokoll gefunden wurde, hat hier eine rote Umrahmung und oben links das rote M. Das bedeutet, dieser Artikel wurde mit dem MFX-Protokoll angelegt. Nun kann ich das Signal auch direkt von hier aus schalten und dementsprechend funktioniert das Signal wunderbar. Wie man sieht, gibt es jetzt hier eine kleine Problematik, nämlich alle Magnetartikel, die mit dem Adressen 1, also in diesem Fall unser Signal, habe ich ja manuell angelegt. Und wenn ich das nicht lösche, haben wir jetzt hier eine Doppelbelegung. Das heißt, ich kann das Signal über den MFX-Artikel als auch über den Märklin-Motorola-Artikel bedienen. Das ist also eine Doppelbelegung und diese ist auch generell erlaubt, weil nur so kann ich gewährleisten, dass dieses Signal nach unten kompatibel ist. Das bedeutet, dass ich Kunden, die zum Beispiel mit älteren Zentralen oder mit einer Mobile Station dieses Signal benutzen möchten, auch dementsprechend damit arbeiten können. Aber um dieses Signal richtig an die Zentrale über das MFX-Protokoll anzumelden, empfehlen wir eine ganz spezielle Vorgehensweise und die zeige ich Ihnen jetzt. Ich habe das MFX-Signal aus der Magnetartikelliste nochmal gelöscht, weil ich Ihnen gerne zeigen möchte, wie wir richtig ein MFX-Signal anlegen, um diese Doppelbelegung aus dem Weg zu gehen. Dazu gibt es zwei Vorgehensweisen. Die denkbar einfachste ist, wenn Sie die Möglichkeit haben, dass eben nur auf Ihrer Anlage MFX-Signale angelegt werden oder MFX-Artikel angelegt werden, dann muss ich lediglich nur auf Bearbeiten klicken an der Zentrale und dort auf MFX-Artikel suchen und ich belasse der Zentrale die Aufgabe, die Adressen an den Magnetartikeln zu verteilen. Somit muss ich eigentlich nur die Magnetartikel später richtig benennen, also einen Namen geben und dadurch erkennen und somit kann ich die wunderbar schalten. Ich muss dazu auch keine Adressierung am Decoder machen. Das funktioniert alles automatisch und ist denkbar einfach. Und die zweite Herangehensweise, um ein MFX-Artikel richtig an die Magnetartikelliste anzulegen, ist, dass Sie beispielsweise gerne die Adressen im Griff haben möchten, dass Sie die Person sind, die die Adressen an der Zentrale weitergeben möchten. Dazu ist es aber immer wichtig, als erstes herauszufinden, wie viele Adressen mein Magnetartikel benötigt. In diesem Fall hat dieses Signal nur zwei Stellbilder, also brauche ich nur eine Adresse. Andere Signale können bis zu vier Stellbilder haben, da werde ich auf alle Fälle bis zu zwei Adressen benötigen. Und die müssen nebeneinander sein, also Beispiel Adresse 1 und 2. Und das muss ich erstmal feststellen auf der CS3, wo sind denn diese Plätze, welche Adressen sind denn noch frei. Das zeige ich Ihnen, wie das geht. Wenn man jetzt hier auf der Magnetartikelliste diesen Knopf betätigt, nämlich unter Ansicht, dann erscheint hier ein kleines Fenster und da kann ich die Ansichtsoptionen mir mal einstellen. Und was ich gerne wissen möchte ist, was sind denn die unbelegten MM-Adressen? Dann klicke ich dieses Fensterchen hier an und sofort bleibt auf der Zentrale eine Liste übrig mit unbelegten Märklin-Motorola-Adressen. Es werden nicht alle angezeigt, sondern die unmittelbar nächsten Adressen. Wie wir gerade gesehen haben, ist auf der Magnetartikelliste die 1 belegt. Also ich kann erst ab der Adresse 2 wieder weiterarbeiten und dieses Signal braucht nur eine Adresse, also programmiere ich dieses Signal auf die Adresse 2. Dazu muss ich als allererstes auf Stopp klicken. Es darf eine Programmierung am Decoder nur vorgenommen werden, wenn der Bereich stromlos ist. Und jetzt nehme ich den Decoder und programmiere die A1 weg und tue den DIP-Schalter 2 nach oben. Somit habe ich den Decoder jetzt auf die Adresse 2 programmiert. Und jetzt gehe ich wieder auf die CS3, klicke hier auf Bearbeiten. MFX-Artikel suchen und jetzt ist es wichtig, dass Sie der Zentrale sagen, dass das Signal, was Sie hier anlegen, seine Adresse beibehalten soll, die Sie ja manuell angelegt haben. Ich klicke das an und nun sucht die CS3 nach diesem Magnetartikel.
Wie man jetzt nun sehen kann, ist das so, dass hier das Signal nochmal neu angelegt wurde mit dem roten Rahmen und dem roten M links oben in der Ecke. Und wenn ich jetzt das Signal betätige, dann schaltet es souverän von rot auf grün. Und das alte Signal, was ich davor angelegt habe, was ich manuell davor angelegt habe, ist nicht mehr funktionsfähig für dieses Signal. So legen wir richtig ein MFX-Signal an oder auch dementsprechend MFX-Artikel. Wenn Sie ganz sicher gehen möchten, dass Sie eine Mehrfachbelegung aus dem Weg gehen, empfiehlt es sich eigentlich immer, zum Beispiel so einen Magnetartikel erstmal einzeln an die Zentrale anzulegen. Das heißt, ich würde beispielsweise die Zentrale von der Anlage wegstecken und nur dieses eine Signal über das Programmiergleis oder auch direkt über den Bahnstrom anstecken und nur dieses eine Signal anlegen, und somit kann ich dieser Doppelbelegung aus dem Weg gehen. Und im nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie Sie dieses Signal an der Strecke aufbauen, um zum Beispiel an dieser Stelle Zugbeeinflussung zu generieren, das heißt eine Lokomotive an dem Signal zum Stillstand zu bringen.